Spannende Voraussetzungen für das Rückspiel im Relegationshalbfinale zwischen dem TuS Dietkirchen und dem FC Eder Bergland. Das Hinspiel ging mit 2:1 an den TuS. Eder Bergland in Weiß mit dem aufzuholenden Rückstand aus dem Hinspiel bekommt früh einen Freistoß aus gefährlicher Position. Zunächst in die Mauer. Und dann ist es ein Eigentor. Dietkirchens Hautzel fälscht den per Kopf ins eigene Tor ab. Doch Schiedsrichter Rolbetzky sagt Abseits. Dabei geht es um Eder Berglands Klaus direkt vor TuS-Keeper Lauchs. Aus unserer Perspektive schwer zu erkennen, ob er noch am Ball war. Selbst wenn nicht, greift er aus einer Abseitsstellung ins Spielgeschehen ein und irritiert Keeper Lauchs. Gut gesehen vom Schiedsrichter und Glück für den TuS. Der schwimmt aufgrund des aggressiven Starts des Verbandsligisten, der die Aufholjagd gut annimmt. Nur 2 Minuten später, Nolte zieht ab, bekommt den Ball zurück und wird dann von Cicciatelli abgeräumt. Strafstoß Eder Bergland. Wolf übernimmt und verlädt Keeper Lauchs. Jannis Wolf wieder mit einem ganz wichtigen Tor. Bereits im Hinspiel hat er das 1:0 erzielt. Nimmt man Hin- und Rückspiel zusammen, steht es jetzt 2:2. Bei diesem Spielstand ginge es in die Verlängerung. Doch es sind ja erst 5 Minuten gespielt. Der TuS zeigt eine Reaktion und erhöht jetzt das Tempo. Cicciatelli auf Zuckriegel. Am Tor vorbei. Die beste Chance des TuS Mitte der ersten Hälfte. Zuckriegel per Fallrückzieher in die Hände von Schneider. Der Topscorer des Lotto-Hessenligisten immer wieder im Fokus. Doch die Gäste halten dagegen, kommen hier mit einem weiten Einwurf. Der ist nicht nur zu schnell und weit für unseren Kameramann, sondern auch für den TuS. Lauchs pariert zunächst, doch Ziech hat dann leichtes Spiel. 2:0 für den Verbandsligisten. Damit dreht der FC den Rückstand aus dem Hinspiel und wäre jetzt im Relegationsfinale. Noch ist aber nicht Pause. Ecke Dietkirchen in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Berg setzt sich durch und trifft zum wichtigen Anschluss. Der Innenverteidiger mit Wucht und ganz viel Willen. Zur Pause ist alles wieder offen. Dietkirchen von der Führung beflügelt, drückt jetzt auf das 2:2, das den Finaleinzug bedeuten würde. Leukel auf Zuckriegel, der verfehlt knapp vor dem Tor. Es bleibt auch in Durchgang 2 ein umkämpftes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Schneider mit einem tollen Pass auf Ziech. Nickmann holt ihn von den Beinen, der zweite Strafstoß für den FC. Erneut ein Fall für den Spezialisten Wolf. Diesmal ist Lauchs der Sieger. Ein schwach geschossener Strafstoß. Wolf mit Nervenflattern in einem so entscheidenden Moment. Der FC macht bis hierhin ein starkes Spiel, doch in den entscheidenden Szenen fehlt die Kaltschnäuzigkeit. Ein Schlüsselmoment, nachdem jetzt der TuS erstarkt. Zuckriegel hier viel zu frei. Glück für Eder Bergland, dass er den nicht richtig trifft. Auf das sollte sich Eder Bergland nicht zu sehr verlassen, denn Dietkirchen erspielt sich jetzt Chancen im Minutentakt. Leukel setzt sich durch auf Zuckriegel. Wer soll es anders sein als der 22-Tore-Mann der vergangenen Lotto-Hessenliga-Saison, der hier die Weichen auf Finaleinzug stellt. Schön eingeleitet durch Offensivkollege Leukel und Zuckriegel schließt dann technisch geschickt mit der Hacke ab. Der TuS der Vorentscheidung jetzt näher als Eder Bergland dem Ausgleich. Zuckriegel in die Hände von Schneider. Aus der Drehung mit der Hacke. Der 30-jährige Topstürmer ist der Mann für das Besondere. In den Schlussminuten wird das Spiel nochmal hitzig. Cicciatelli mit einem unsportlichen und absolut unnötigen Einsteigen sieht dafür die rote Karte und wird im Finale fehlen. Denn kurz später ist Schluss. Mit einem 2:2 heute und dem 2:1 im Hinspiel setzt sich Dietkirchen knapp durch und tritt am Mittwochabend im entscheidenden Spiel um den Klassenerhalt gegen die SG Bornheim an.
Ja, grundsätzlich muss ich meiner Mannschaft erstmal ein Riesenkompliment machen für eine super Saison, für einen Riesen-Relegationsfight zweimal. Ich denke mir, ja, in ein, zwei Situationen ein Tick kaltstanziger agiert hätten, hätten wir heute noch mehr Tore schießen können. Und wären wir heute als Sieger vom Platz gegangen. Wie gesagt, früh in Rückstand geraten, das hat uns natürlich nicht die Karten gespielt, weil wir wollten ja schon möglichst lange offen gestalten, das Ganze. Und dann natürlich mit dem Elfmeter war so ein Weckruf dann. Haben wir gemerkt, hier geht doch noch einiges und dann mit den Felsenbrücken natürlich. Dann hatten wir heute Gott sei Dank den Lucky Punch auf unserer Seite. War die typische Schussmentalität, nach dem 0-2-0 zurückzukommen. Und dann denke ich auch nicht unverdient weitergekommen. Das entscheidende Spiel um den letzten Startplatz der Lotto Hessenliga steigt am Mittwochabend. Alle Highlights dieses Krachers siehst du am Donnerstag hier bei uns.